Liebe Freunde, willkommen zurück zu Skylanders Imaginators. Wir haben beim letzten Mal Chaos weggeklatscht und das Hirn möchte jetzt, dass wir ein paar Quests machen. Weil das Hirn anscheinend zu dick und zu faul ist, um die Quests selber zu machen. Aber wir sind ja gut Menschen, wir machen sowas ja gerne, wir lassen uns ja gerne rumkommandieren. Deswegen gehen wir erstmal ins Mausoleum des Wahnsinns und versuchen, ruhig zu bleiben und hier nicht auszurasten. Ah! Ja, das ging ja schneller als gedenkt, ne? Wenn wir zum Mausoleum des Wahnsinns gehen, müssen wir natürlich versuchen, Ruhe zu bewahren. Ob das klappt, das werden wir heute rausfinden. Und wir werden heute noch rausfinden, ob diese Quests, die wir hier eigentlich machen sollen, ob die überhaupt relevant sind. Ne? Willkommen, Skylander, in der verlorenen Gruft von Ahuga. Vor ein paar Tagen kam Blobbers her und suchte nach einem Schatz. Ich habe ihm gesagt, dass es keinen gibt, aber dadurch wurde er nur noch aufgeregter. Wahrscheinlich hat er sich verlaufen und braucht Hilfe. Mal wieder. Wärst du so lieb? Aber gern doch, du Diene! Finde Blobbers. Der Typ, der immer verloren geht. Meine Fräsen. Aber okay, mache ich ja gern. Nee, ich weiß gar nicht, ist das hier... Das sind kleine Mini-Quests, also das ist jetzt kein vollständiges Level mit drei Sternen oder so, das ist... Was wollt ihr von mir eigentlich? Nun? Ach du Kacke. Labyrinth! Ekelhaft! Aber passt schon. Ja. So, wir müssen den Schlüssel finden, um da reinzukommen. Ist das richtig? Ich gehe mal davon aus. So. Der Schlüssel ist ja hier. Also sollte es ja auch wohl kein Problem sein, da ranzukommen. Ist ja das einfachste Schieberätsel, das man jemals hier gesehen hat. Ja. Das ist klar. Ja, und jetzt? Warte mal kurz. Ach, guck mal. Ah, warte mal kurz. Ah! Lasst mich! Dreckigen Drecksäcke, geht weg! Ah! So, nachdem wir dann ein für alle Mal Ruhe bewahrt haben hier im Mausoleum des Wahnsinns, ja. Haha. Was, wie ich finde, ein Paradoxon für sich ist. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Da kann man ja auch rein. Da ist ja ein Loch. Sehr wohl. Ich gehe hier mal rein. Hallo? Hallo, das ist doch ein Loch. Dann fall da auch bitte durch. Hallo? Wie kann man nur so blöd sein? Oder muss ich da die Kiste reinschieben? Ja, wahrscheinlich die Kiste. Ja, die Kiste. Ja, ja, ja. Das ist ja alles gar nicht relevant einzusammeln, ne? Ich habe ja genug Gold und ich brauche das Gold auch irgendwie gar nicht mehr. Aber okay. Okay, da brauche ich wahrscheinlich noch eine zweite Kiste und das ist die da. Dann lass mal knacken. Nee, ich weiß nicht. Das ist hier kein Level, das irgendwie so ist wie alle anderen, die wir bisher gemacht haben, ne? Ich sag mal so viel. Das einzige Storyziel, was wir hier haben, ist Blobbers zu finden. Mehr nicht. Es gibt hier keine Sterne, es gibt hier keine Challenges, von wegen kein Leben verlieren, um auch Sterne zu kriegen. Es gibt hier keinen Speedrun. Also bye. Müssen wir eigentlich gar nicht machen. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn die, wenn das ganze Spiel jetzt noch daraus besteht, solche Quests zu machen, dann ist das für mich nicht relevant. So einfach ist das. So einfach ist die Kiste. Ja, weil was soll ich mich hier denn jetzt noch 10.000 weitere Parts lang... versuchen, etwas zu machen, was eigentlich gar nicht relevant ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht ja keinen Sinn. Kann ich ja gleich aufhören, weil das ist... Wofür mache ich das denn dann? Wenn man hierfür keine 100% kriegt oder keine Sterne kriegt, die... Versteht ihr, wie ich meine? Wenn das jetzt nichts am Prozentstatus ändert, dann sage ich mir aber auch irgendwie bye. Da können wir auch reingehen. Okay. Ich einfach dann vorbei. Warum? Warte mal kurz. Weitere Gegners!
was mache ich dann da? Da kann man ja auch rein. Aber da habe ich keinen Schlüssel für. Ich hätte wahrscheinlich den Schlüssel in beide Löcher stecken können. Ja. Wie ein Gangbanger. Ja, wir können das jetzt mal die nächsten Parts machen und so, aber wenn ich halt... wenn ich halt wirklich sehe, dass hier nichts ist... dass wir hiervon nicht profitieren. In keinster Weise. Dann aber auch irgendwie ein bisschen bei. Wisst ihr Bescheid, dass man mich da richtig versteht, ne? Man, das kann ja ganz unterhaltend sein. Ne? Aber du kriegst ja dafür nichts. Du siehst da... Wahrscheinlich muss ich... Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß es doch schon. Den hier. Den Kiste hier dahin schieben, bis wir zur Truhe kommen. Aber die Truhe bringt uns ja auch nichts. Das bringt ja alles nichts. Außer ein bisschen Geld. Ja, wenn ihr wisst, was das hier alles sein soll, ne? Also wenn wir jetzt wirklich immer Nonstop-Quests vom Hirn kriegen, ohne Ende, dann spricht das für mich zwar für eine gute Sache, weil du quasi dann sagen kannst, okay, weil man dann sagen kann, okay, du kannst Nonstop-Quests machen, das Spiel hört nie auf. Aber das sind Daneben-Quests und keine vollständigen Quests, ne? Die bringen uns ja nicht im Spielverlauf weiter. Wenn ihr versteht. Wie komme ich da hoch? Ne, also zum Abschluss, um das Ganze mal abzuschließen, weil ich sehe schon, dass ich mich hier wieder... Naja, verdammt lang halte, das alles zu begründen, wie immer eigentlich. Ach, guck mal an. Hey, hey, Skylander, ich bin's, Blobbers. Ja! Hi. Ich konnte keinen Schatz finden, aber während ich gewartet habe, habe ich etwas gefunden, das nützlich sein könnte. Ja, du kriegst Truhen als Belohnung und so. Du kannst halt dann wirklich nonstop Truhen farmen. Ich glaube, dazu ist das gedacht. Aber das ist nicht mein Ziel. Das ist nein. Wenn es immer nur darum geht, wenn das Hirn jetzt immer sagt, ja, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Wir können das jetzt 2-3 Parts lang so machen. Aber ihr seht ja auch schon, wir haben jetzt hier gerade 8 Minuten im Part verbracht und wir sind schon fertig mit der ersten Quest. Ne? Normalerweise brauchen wir für ein Level eine Stunde, jetzt haben wir 8 Minuten gebraucht. Was auch schon dafür spricht, dass das hier kein vollständiges Level ist, was uns irgendwas bringt. Also, ergo, ich find's nicht zwanghaft. Ne? Auch wenn wir jetzt quasi damit in Gebiete gehen, in denen wir noch gar nicht waren. Sensei Gespensterreich entdeckt. Ein ankotzendes Skelett, das ist natürlich sehr schön. Ja. Ich meine, der OEC, der ist ja groß. Das will ich ja gar nicht sagen, ne? Das ist ja ein großer Ort. Man kann wahrscheinlich extrem viele Dinge hier machen. Auch noch nach der Hauptstory und so. Aber wie gesagt, Chaos ist besiegt, das ist für mich die Hauptsache. Und ich habe mich schon gewundert, warum hier keine Credits kamen und so. Sehr dubios. Ich verstehe langsam, wieso du gern ein Held bist. Das fühlt sich gut an, was? Ja. Ich habe hier noch eine Gelegenheit für mehr Heldentaten. Oh, danke. Danke, Sir. Es gibt aber noch andere Welten, andere Orte, die genau wie diese aussehen, aber in einer entscheidenden Hinsicht anders sind. Sie stellen eine größere Herausforderung dar. Ist natürlich auch noch das Tragende, ne? Man hat jetzt ein bisschen mehr Herausforderung mit den neuesten Aufgaben, aber... Naja. Naja. Da ist die Frage des Tages, ob das nötig ist. Und ich sage mal ganz klar, nein! Habe ich das hier schon entdeckt? Ja, habe ich. Wir können ja heute noch mal zum Abschluss, also ich mache jetzt noch diese Quest
Und dann können wir mal zum Abschluss des Parts so durch das ganze ORT laufen und gucken, was wir noch nicht gesehen haben und so. Dass wir auch die ganzen Sensei-Reiche entdecken. Na? Schlachtschild. Ja, so ist das halt, ne? Liebe Freunde, wir wollen ja auch irgendwann die Streams sehen, indem wir die 100% nachholen, ne? Und ich sag mal, so dringend ist das hier alles nicht, dass wir hier zum Schlachtschiff gehen müssen, um weitere Sachen zu machen. Hi ho, Skylander. Ich bin es wieder, Blobbers. Hi. Du fragst dich bestimmt, was ich auf diesem Schlachtschiff tue. Nein. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ich bin eingeschlafen und hier aufgewacht. Okay. Ist aber auch gut so, denn diese schrecklichen Geier haben den Mabu alle Ballons gestohlen. Und das kurz vor dem Ballonfest. Könntest du zur Strafe ihre Flotte zerstören? Ach, ja, und unsere Ballons zurückholen? Sehr wohl. Sehr wohl. Kann ich machen, Brodine HD. Wenn es weiter nichts ist, ja. Schieß auf die Träger, um die Ballons freizusetzen. Kann ich machen. Einer unserer Ballons. Schnapp ihn dir. Ja! Wir haben einen Ballon. Nehmt das, Geier. Okay. Achte auf diese ballonsklauenden Jagdschiffe. Oh, Brudes, mach kaputt die Sau da. Dieses Baby geht direkt zurück zum Fest. Sehr schön. Schiff repariert. Ist ja auch eine neue Sache, die waren wir auch noch so noch nicht, aber das Prinzip ist ja gleich. So dass wir machen ja das gleiche wie immer, wenn wir auf so einem Schlachtschiff sind. Auf dem Schlachtschiff sind. Man kann sich auch wieder healen, also ist das auch gar nicht mal so schwer. Schiff repariert. Jagdschiffe. Ja, ja. Doch gut, meint immer ja schon. Da ist ein, ja, man kann sich so oft teilen, das ist so easy. Ich weiß gar nicht, ob es beim beim schwierigsten Schwierigkeitsgrad Albtraum zum Beispiel, ob man da gar keine Heilung bekommt oder so. Ja, das weiß ich nicht. Wie das da gewichtet wird mit der Schwierigkeit. Ja. Muss man dann sehen. Zack. Nummer 4. Dieses Baby geht direkt zurück zum Fest. Ja, dieses Baby, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Blobbers. Du dumme Sau. Da ist. Dieses Baby geht direkt zurück zum Fest. Halt doch die Klappe. Kannst du auch mal aufhören, immer das Gleiche zu sagen? Boah. Du bist auch nicht gerade der Hellste, oder? Ich meine, ich bin ja schon ein Stück weit dumm, ja? Aber das, was du ja abziehst, das setzt dem Ganzen ja wohl noch die Krone auf, Blobbers. Oh, Skylander, du hast das Ballonfest der Mabu gerettet. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir sind. Aber diese Belohnung trifft es ganz gut. Eine Truhe mit was Häufigem drin, oder was? Oh, das ist ja sowas von... Wow! Nee, eine seltene. Entschuldigung, habe ich nichts gesagt. Neue Kopfbedeckung. Tintenfischhelm. Set-Teil gefunden. Splatoon in Skylanders? Fragezeichen, Ausrufezeichen, irgendwelche Satzzeichen einfügen? Nun! Ohne Witz, alle Klicks auf der ganzen Welt gibt das doch hier, wenn ich Splatoon eingebe. Ja. Splatoon 2, irgendwie so. Ja. Nee, Freunde, das war schon die zweite Quest. Ich denke, ihr stimmt mir alle zu, wenn ich sage, dass wir das Ganze noch einmal machen. Ja. Und dann ist doch wieder gut. Ich denke, das versteht sich von selber. Ja. So, bevor wir aber jetzt zum Höhen gehen, ja, gucke ich mir mal den ORT noch ein bisschen genauer an. Weil es gibt hier ein paar Stellen. Hier zum Beispiel. Was haben wir denn hier? Ein Sensei-Reich. Schattenreich entdeckt.
Ein Sensei-Reich, oh. Ah, guck mal an, da kann man auch reingehen. Ich würde da gerne reingehen, aber ich glaube, ich komme da nicht mehr rein. Beziehungsweise ich könnte, wenn ich mich wieder hochsteigen lasse und dann die Bombe benutze, ja. Jetzt hat die Bombe auch endlich mal wieder eine Funktion. Mensch. Wo ist die Bombe nochmal? Hä, wo ist die Bombe? Ach, da. Das mache ich nochmal. Ich glaube, ich habe echt getrödelt, Alter. Wobei, vielleicht hätte ich es geschafft. Vielleicht hätte ich es geschafft. Ja, klar. Vielleicht. Digga da! Woo! Du diene! Eins Truhe! Man muss ja trotzdem sagen, die Idee mit dem ORT ist ja schon ganz geil. Ne? So eine große Overworld, größer als die Academy, und man merkt auch jetzt, dass die Academy einfach nur so ein, ich sag mal, so ein Unterpunkt von dem ORT ist. Du kannst vom ORT aus in die Academy gehen. Neue Aura. Der Glühkäfer, ja. Geil. Nee, man merkt, dass der ORT schon ein verdammt wichtiger und großer Ort ist. Von hier geht ja alles aus. Ja? So. Das ist ja auch schon ganz cool. Ja, zum Beispiel da hinten waren wir auch noch gar nicht, glaube ich. Hier, ja. Es gibt generell so viele Orte, an denen wir noch nicht waren. Das ist so ein kleiner Nachteil, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Bereit für temporeiche Abenteuer auf der Skylands-Rennstrecke? Ah, Superchargers, genau. Die Umpa-Wumpa-Inseln, was ist an denen so besonders? Warum können wir hier 3 Sterne holen? Okay. Das ist schon leicht dubios. Gentlemen und Ladies, schnallt euch an. Ich würde sagen, wir machen in den nächsten Parts mal die ganze Angelegenheit. Und guckt euch mal die ganzen Level an. Hier kann man... Verzauberter Elfenwald. Warum gibt es hier denn so viele Maps, die wir vorher noch nie begegnet sind, die wir gar nicht begegnen mussten? Wer ist bereit für Spannung mit hoher Oktanzahl auf der Skylands-Rennstrecke? Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich... Ja, ist ja gut. Halt die Fräsen. Wie hieß du nochmal? Irgendwas mit P. Ich kann mich jetzt an deinen Namen nicht so ganz erinnern. Tut mir leid. Ich altes Arschloch, ich. Ein Buch! Ein Hoch auf den Skylander! Ah, ich muss so viele Bücher zurück zur Akademie bringen. Es sind so viele Nebenquests, die wir hier noch zu machen haben. Ich glaube, darum kümmern wir uns trotzdem. Vielleicht habe ich mich aber ein bisschen zu vorschnell ausgedrückt. Von wegen, ja, noch 2 Parts, und dann machen wir hier Ende. Ich denke mal, wir werden noch hier, ein Part machen wir noch mit den Nebenquests von... Temporeiche Abenteuer auf der Skylands-Rennstrecke. Ja, nachher irgendwann. Fräsen. Aber wir werden jetzt noch erstmal zum Hirn gehen, werden ein Part lang noch so kleine Nebenquests machen. Und dann machen wir im nächsten Part, da machen wir dann Truhen öffnen, und dann gehen wir schnell eben zur... Rennstrecke und machen da ein paar wunderschöne Rennen mit Donkey Kong in seinem Auto und so weiter. Von daher gesehen, bis dahin. Und besonders dahin, danach, nach den Rennstreckenparts, machen wir die ganze Insel, wo auch hier diese Rennstrecken sind, und machen da die ganzen Inseln fertig. Ne, weil das ist ja anscheinend noch nicht alles geholt. Und es sagt auch kein Mensch etwas darüber. Kein Mensch sagt einem was. Aber egal. Bis dahin, haut rein. Ciao.